Ja, von Foto zu Fotobuch ist ja eine ganz logische und völlig folgerichtige Darstellungsweise. Und man kann ja nur sagen, was ist der Unterschied zur Darstellung im Museum oder in der Galerie an der Wand? Und das ist ein erheblicher Unterschied. An der Wand muss man natürlich immer Rücksicht nehmen auf den Raum, auf die was passiert dann, wenn die zusammengestellt sind? In den Räumen kann man also einzelne Fotos schwer darstellen, es sei denn, man macht sie sehr groß, groß genug, um nicht verloren und verlassen auszusehen. Und bei den Büchern kann man ganz ruhig für jedermann, der also zu Hause auf dem Sofa sitzt und das Buch vor sich hat und durchblättert, so weit vervielfältigen, dass es sich jeder leisten kann. Also fast jeder, würde ich sagen.